In bestimmten Fällen oder bei bestimmten Konstruktionen hatten wir Meldungen von Kunden, dass Bearbeitungen auf Bauteilen auf andere Bauteile übergesprungen sind. Oftmals dann, wenn Bauteile, wie in diesem Beispiel, sich durchdrungen haben oder auch gemeinsame Kanten hatten. Ich bewege diese beiden Bauteile mal nach oben, damit man sieht, hier läuft ein Rücksprung außen herum und das Ganze wurde in der Arbeitsplatte hier auch erzielt durch zwei ineinander gesteckte Konturzüge. Soweit so gut. Man kann die Bauteile aus der Platte herausbewegen, ohne dass etwas passiert. Allerdings, wenn das umgebende Bauteil verändert wird, indem man zum Beispiel einfach 3D-Details oder NC-Details ein- und ausschaltet, dann sieht man, dass hier Dinge passieren, die nicht beabsichtigt sind, nämlich die Bearbeitungen verlassen die ihnen zugewiesenen Bauteile. Ich mache das rückgängig und gruppiere nun die Bauteile. Das war selbstverständlich immer schon möglich, allerdings hat die Gruppierung nicht dafür gesorgt, dass die Bearbeitungen mit den Bauteilen, mit denen sie gruppiert wurden, zusammenblieben. Das ist ja eine Ausnahme. In Vectorworks schützen eigentlich Gruppen ja Objekte davor, bearbeitet zu werden und halten Objekte auch zusammen. Unsere Bearbeitungen müssen da aber ein bisschen anders nach anderen Regeln spielen, weil man sonst komplexe Konstruktionen nicht durchführen könnte, ohne dabei Bearbeitungen ständig durchs Gruppieren zu verlieren. Und das möchte man natürlich überhaupt nicht. Und diese neue Funktionalität macht eins, dass einfach Bearbeitungen, die zu einem Bauteil gehören, gemeinsam mit dem Bauteil als Einheit betrachtet werden. Das heißt, wenn ich jetzt diese Gruppe, muss ich natürlich reingehen, ist klar, wenn ich jetzt diese Gruppe verändere und die 3D-Details kurz aus und wieder einschalte, dann passiert nichts oder es passiert das, was ich erwarte, nämlich die Bearbeitungen bleiben mit den Bauteilen zusammen und sind auch nachher noch mit den richtigen Bauteilen verbunden.